Wer sein Auto liebt, der schiebt. Für viele eine grausame Vorstellung. Wann droht bei Ordnungswidrigkeiten ein Fahrverbot? Hier die Top 5 in unserer täglichen Praxis. 1. Geschwindigkeitsüberschreitung. Außerorts ab 41 km/h zu schnell, innerorts ab 31 km/h zu schnell. Achtung! 2x26 km/h oder mehr zu schnell führt auch zu einem Fahrverbot, egal ob außer- oder innerorts. 2. Rotlichtverstoß. Ab einer Sekunde Rotlicht. 3. Alkohol. 0,5 Promille Grenze überschritten. 4. Abstand. Unterschreitung 3/10 des halben Tachowertes bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h. Heißt, bei 100 km/h gibt es also ein Fahrverbot bei weniger als 15 Meter Abstand zum Vordermann. 5. Rettungsgasse nicht bilden. Ihr habt einen Bußgeldbescheid mit Fahrverbot bekommen? Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Lasst euch anwaltlich beraten. Es gibt Mittel und Wege, das Fahrverbot vom Tisch zu bekommen.